Einen wunderschönen guten Tag und willkommen, liebe Leute, zu Bunker 16, ein neues Spiel bei Folterdom und wieder ein Kommentarvorschlag. Wenn ihr coole Spiele habt, gerne in die Kommentare schreiben, Indie Games, irgendwie rund um die Uhr, was? Ja. Wir spielen Bunker 16, Bunker 16, Introduction. Your name is Peter Reed. Peter Reed. Okay, wir sind in einem Thunderstorm, einen Thunderstorm halt geflohen und haben Sicherheit gesucht in diesem verlassenen Bunker. Und so schnell wir auch dann eben drin waren, desto schnell haben sich auch die Türen geschlossen. Ich habe eine Headlamp, also eine Kopflampe irgendwie mit uns, also bei uns, etwas Essen und etwas Wasser. Unser Ziel ist es, einen Weg aus dem Bunker zu finden, also ein Hinweis: Batteries don't last forever. Press E to continue. Okay, Introduction WASD, D to move your character, okay. F enable and toggle, E is use. Hint, make sure to read all of these notes to open your door you have. First open the handle and then open the door itself. Okay. Mal gucken. Keine Ahnung, wie das Spiel ist. Ich habe, also wie gesagt, den Kommentar gelesen und danach sofort irgendwie runtergeladen. Noch kann ich nicht viel machen. Ah. Ich bewege mich. Oh, okay. Lampe ist an. Okay. Da ist diese Bunkertür. Geht nicht auf. Okay, alles klar. Gott mit uns. Ja, Gott mit uns. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Oh, scheiße. Das ist fucking dunkel, ne? Wie sollen wir denn hier zum Teufel? Wie lange sollen denn die Dingens halten? Zuerst so und jetzt öffnen. Alles klar. Handle. Das ist also die Handle. Handle Grenade. I came like a wreck. Wieso komme ich jetzt darauf? Keine Ahnung. Ja gut. Raum Nummer 1. Ist, ach guck mal, geht auch noch hier auf. Ah, schade. Haben wir Batterien, aber so können wir ja. So können wir ja nicht durchlaufen. Das macht ja keinen Sinn. Okay. Sieht sehr einladend aus auf jeden Fall. Können wir mal hier so hingehen. Ich persönlich finde sowas ja geil. Ich mag so verlassene Sachen sehr gerne. Ich gehe im realen Leben super gerne in verlassene Orte rein, war ich auch schon mehrmals jetzt in Belgien und Deutschland. Weil ich sowas irgendwie feier. Sowas geil. Hier ist ein Licht. Aber da haben wir ja auch so, haben wir nicht viel damit zu tun. Also okay. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Macht aber nichts. Denn irgendwie werden wir das schon. Guck mal, hier ist eine Notiz. Ein Hinweis! Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Okay. Evening of November 1st. Diary of George Walter. Okay, ich bin einem Sturm geflohen, okay. Und habe da as soon as... Okay, the door... Okay, haben automatisch gelockt. There were keyhole in the door, but of course no key. Also ein Schlüsselloch ist da drin, aber kein Schlüssel. Gut. Klingt genau wie wir. Wir haben dasselbe durchgemacht. Zufall? Kein Zufall? Ayman Abdallah. Kannst du mal kommen? Ich mag das Spiel gerade irgendwie spontan wegen der Atmosphäre und wegen der hoffentlich... Ah, schön. Ich kann echt mal ausmachen hier. Während der hoffentlich nicht allzu vielen Schockmomenten. Weil so finde ich es eigentlich persönlich gerade geiler, wenn das so ein interaktives Spiel wird, wo man so ein bisschen durchläuft, die Sachen angucken tut und so weiter und so fort. Wir haben ja auch Essen und so, aber das Essen müssen wir gar nicht wirklich verbrauchen. Also das müssen wir vielleicht auch verbrauchen oder so. Und wir haben dann irgendwie verdursten irgendwann, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Hier ist eine zweite Notiz. Okay. Verdammt, I'm supposed to attend a conf call. Okay, also er hätte einen Termin gehabt, um 10 Uhr abends, eine Konferenz, Anruf wahrscheinlich. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Hoffen wir mal, dass es hier irgendwie einen Notausgang gibt oder ein Fenster, das groß genug ist. Ja, ein großes Dankeschön, whoever invented the flashlight. Also ein Dankeschön daran, wie auch immer, dass das Taschenlampe erfunden hat und Batterien. Let's hope this place is not too big. Also hoffentlich ist der Ort nicht allzu groß.
Ich werde so weit, wie es geht, eben versuchen zu übersetzen. Okay, lassen wir das dann lieber an. Aber mir gefällt es gerade wirklich gut, das Spiel. Gefällt mir richtig gut. Aber hier ist gerade Sense im Gelände. Deswegen müssen wir wohl über den ganzen Weg wieder zurückgehen. Also so persönlich, ich mag so Spiele tatsächlich eher, die eine Atmosphäre haben, ein bisschen gruselig sind. Mag ich mehr als Spiele, die wirklich da nur so auf vollen Horror irgendwie aus sind. Gehen wir mal hier lang. Weil hier macht es halt nicht den Anschein, hier sieht alles so, es sieht realistisch normal aus und nicht unnatürlich, unnatürlich, realistisch, unnatürlich, normal, Alter. Unnatürlich, normal. Guck mal, Bandagen, können wir die aufnehmen? Nein. Ich würde dich gerade aufnehmen, in meiner Familie, aber nein. Hier ist ein Licht. Klappt wunderbar. Ich gehe wieder zuerst rechts lang. Wir halten mal die Marschroute, immer rechts zu gehen und dann irgendwann nach links, wenn es nicht mehr weiter geht, nach rechts. Ah, hier ist noch eine weitere Diary. Ja, fast Mitternacht, 1. November, Diary of George Walker. Hier gibt es keinen Notausgang und da ist auch kein Wind, kein Fenster. Wäre ja auch zu einfach gewesen, oder? Ich muss jetzt nach dem Schlüssel suchen, um die Haupttür zu deaktivieren, zu öffnen. Okay, alles klar, gehen wir mal weiter da lang. Aber dass die Briefe auch irgendwie so nach einer Reihenfolge geordnet sind und man irgendwie nichts verpasst, finde ich ganz nice. Ob es dann wahrscheinlich vom Plugin oder vom Programmieren so gewollt ist, glaube ich schon irgendwie, ne? Immer zu rechts lang gehen bei so großen Gewölben. Weil dann bekommen wir, irgendwann bekommen wir dann alles mit, auch wenn ich, glaube ich, einmal aus Versehen schon links gegangen bin oder so. Keine Ahnung, pscht. Achso, press E to open. Die Türen öffnen sich mir zu schnell, also wenn irgendwas hier sein sollte, habe ich ein bisschen Angst davor. Guck mal, Diary. Immer noch Near Midnight, okay. Ich habe jetzt seit einer Stunde gesucht, oder sogar zwei, aber ich habe immer noch keinen Schlüssel gefunden. If I had a wrench, I could maybe remove the screws. Okay, also wir brauchen halt so eine Brechstange oder so, um die Schrauben aus der Haupttür rauszubekommen. Ja, ich habe hier nichts dabei, ne? Wer nimmt denn bitte schön eine Brechstange hier mit? Keine Ahnung, ob es Brechstange ist, keine Ahnung. Ich denke mir das gerade so ein bisschen aus. Also wir müssen irgendein Tool finden. Nee, spontan gefällt es mir sehr gut. Vielen Dank an den Typen, der mir das auch immer hier geschickt hat. Ich mag so Spiele wirklich sehr gerne. Die haben Atmosphäre und da fühlt man sich trotzdem, man hat trotzdem Angst. Natürlich hat man Angst, aber man ist halt irgendwie immer noch so, dass man denkt so, oh Gott, was könnte hier vielleicht passieren? Finde ich halt geil. Finde ich gut sowas. Geht immer noch nichts an. Hier ist nochmal gleich eine Notiz. Okay. Ich habe keine Uhr, aber ich glaube, es ist fast Mitternacht. Ich habe den Anruf verpasst, verdammt. Ja, ich bin verdammt müde. Ich hab ein paar Betten gesehen in den Räumen. Vielleicht kann ich ja ein Nickerchen irgendwie machen und kann nach dem Schlüssel weitersuchen, wenn ich aufwache. Wäre eine Möglichkeit, lieber Kollege. Aber ich glaube auch nicht, also geil, weil ich glaube, hier passiert nur irgendwas. Also irgendwas Gruseliges muss ja passieren. Oder vielleicht auch nicht. Wenn hier nichts Gruseliges passiert, finde ich das geil. Nicht, weil ich Angst habe, sondern einfach, weil ich das geil finde, wenn Spiele ohne Schockmomente trotzdem gruselig sein können. Das ist es gerade. Ich bin gerade... Och nö, es ist nicht keine Musik jetzt. Och nö. Gott ist mit uns. Ah, hier ist die Haupttür wieder. Wir sind rechts lang gegangen und dann hier links lang gegangen. Alter, hört ihr das? Oh nein. Jetzt habe ich gerade mega Gänsehaut. Ich sag's ja, diese Spiele, die so sind, einfach tausendmal fucking schlimmer als die normalen Spiele, die einfach nur darauf aus sind. Okay. Alter, bekomme ich gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Gut, hier waren wir schon überall, ne? Also gehen wir am besten nochmal alles ab. Machen wir nochmal die Rechtstaktik. Also irgendwie hält hier unsere Dinge nicht allzu lange, ne? Unsere, Oh Gott. Gibt es irgendwie komische
Geräusche irgendwie. Und dann kann ich nicht allzu gut reden. Irgendwie habe ich momentan Probleme zu reden. Ist auch nicht warum. Also hier nach oben sind wir schon gegangen. Sind wir hier reingegangen, da war das erste, genau. Hier nach rechts sind wir gegangen. Es war das hier mit ohne Ende. Mit ohne. Genau, und dann sind wir halt wieder. Aber wir müssen halt mal Ausschau halten nach irgendwas, was aussieht wie ein Schraubenschlüssel oder eine Brechstange oder auch ein Hammer meinetwegen. Weil dann könnten wir vielleicht versuchen, die Schrauben irgendwie zu lösen oder so. Bin mir nicht ganz so sicher. Was ist das da? Auf jeden Fall irgendwas ist da auch komisches. Ah, da regnet es draußen. Okay, draußen ist ja ein Sturm gewesen. Macht ja auch Sinn. Aber vielleicht müssten wir uns auch einfach nur ins Bett legen. Weil vielleicht leben wir genau dasselbe nach, was der Typ hier irgendwie, ne? Wenn wir ein Bett finden, würde ich mich gerne versuchen, da reinzulegen. Weil vielleicht hat das ja auch irgendwie dann... Genau. Hier geht es wieder nach unten jetzt gerade. Waren wir hier schon dann? Ne, hier waren wir noch nicht, oder? Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Ah, ne, ich würde eigentlich die Switch anmachen. Switch die Bitch. Hier waren wir schon, oder? Ja, doch, hier ist der Hauptgang wieder, oder? Ja, ja. Gut. Dann würde ich gucken, dass wir mal ein Bett finden oder so. Ne, ist ja ein Bett irgendwo. Da, diese Schrauben sollten wir nach Möglichkeit rausbekommen. Gott mit uns. Aber hier sind Betten. Wir können wirklich schlafen gehen jetzt. Hammerharte Scheiße. Wir leben das Leben von ihm. Oder wir sind er. Und durchleben das Ganze einfach gerade nur so ein bisschen. Wer weiß es so genau? Ein bisschen... Okay, es sind nur wir hoffentlich. Oh nein. Weißt du das? Die Tür ist aufgegangen. Jemand kam rein. Schritte habe ich gerade noch gehört. Okay. Jemand kam hier rein. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht hier einen Cut machen soll. Ich bin nicht müde jetzt. Ist ja schon mal gut. 3. November. Als ich aufwachte, habe ich irgendwie Stimmen von draußen gehört. Ich hoffe... Vielleicht hat jemand die Tür geöffnet und ich, ja. Aber als ich da draußen gelaufen bin, waren die Stimmen weg. Und die Tür ist immer noch zu. Und hier ist keiner weit und breit. Gut. Da würde ich mal sagen... Ich habe jetzt realisiert, dass irgendwie, dass manche Orte hier nicht die selben sind, wie sie gestern waren. Es sieht so aus, als hätte sie irgendjemand durchsucht. Hat jemand den Bunker vielleicht betreten, als ich geschlafen habe? Könnte er vielleicht immer noch hier sein? Wenn es denn so ist, warum sind sie so ruhig? Oder verstecken sie sich vor mir? Ja. Ich habe mich selber mit einem Stahlrohr, gearmt, also, ne, bewaffnet. Und, ja. Und werde es denen schon zeigen. So nach dem Motto, so ein bisschen. Also, gibt's hier auch Kämpfe oder so anscheinend. Was ich persönlich sehr, sehr ungeil finden würde. Weil ich mag die Atmosphäre gerade so, wie sie ist. Ganz, also wirklich ernsthaft jetzt. Ihr macht schon auf. Mach doch auf jetzt! Chantal. Gott ist mit uns. Bin ich gut. Ah, ein Brief. Ja, natürlich habe ich keine Antwort bekommen.
Ich bin geradeaus gelaufen und habe den Bunker nochmal durchsucht. Da sind hier nicht viele Orte, wo sich Personen verstecken könnten. Ich habe keinen gefunden. Ist es vielleicht möglich, dass sie irgendwie den Bunker verlassen haben, als ich aufgewacht bin? Maybe I don't Knopf. Alter, what willst du von mir? Oh, das Licht ist aber hier ein anderes jetzt, oder? Und die Bank ist hier auch ein bisschen anders. Oder meine ich das nur? Okay, als ich konnte halt nichts finden, habe ich jetzt beschlossen, dass ich ja, in der Nähe vom Eingang warte und bewaffnet mit mit dem Stahlrohr. Und jetzt sitze ich hier auf den Steinboden hier. To save my battery, also meine Batterie zu schützen, zu sparen, habe ich ein bisschen Öl. Öl. Muss ich den restliche Dingens. Ah, ja, Fuse hier, ja, Energie halt. Meine Fresse. What? Where to install the fuse? Press the corresponding number on the keyboard. Kitchen? Alter. Mich verarschen. Alter Vater, okay, das ist nur. Ach, guck mal, ein Schlüssel. Hier ist schon raus. Wofür war denn der Schlüssel? Habe ich den jetzt aufgenommen, den Schlüssel? Ja, ne? Ja, habe ich aufgenommen. Ich würde ganz gerne. Machen wir mal auf die 2. Jetzt ist er in the kitchen. What? The fuck? Alter, ich hab ein bisschen Angst gerade. Also wir können. Alter! Wir können hier die Lichter switchen. Also das. Ist auf jeden Fall kein Mensch. Ich habe seit 3 Stunden gewartet am Eingang, aber hat nichts passiert. Alles, was ich höre, war der Sound vom Regen. Als ich hier saß, habe ich mich irgendwie gefragt, was die hier suchen. Suchen sie etwas? Ist irgendwas von Bedeutung hier drin? Ich stehe jetzt auf und ja, gehe den Bunker nochmal durch. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Okay. Werden wir natürlich auch explizit tun hier, alles nochmal durchgucken. Also ein bisschen Angst habe ich schon gerade bekommen, aber irgendwie. Aber irgendwie noch nicht so viel Angst. Ich finde es immer noch spontan sehr geil, das Ganze hier. Nothing there. Hier ist nichts von Bedeutung. Einfach nur, ja, leere Räume und Fässer und andere Sachen. Hier ist nicht mal ein Key. Ein Schlüssel. Ich glaube, hier ist nichts. Hier kann ich nichts machen, außer zu warten, bis sie wieder zurückkommen. Ich hoffe, wir sind nicht kriminell. Was ist denn, wenn die sich verstecken und what if they're hiding somewhere in here and now that they have picked it up, they won't come back? Ach so, dass sie hier gewesen sind, aber jetzt nicht mehr wiederkommen, weil sie irgendwas gefunden haben oder mitgenommen haben. Wäre natürlich tragisch für dich, lieber Kollege. Ich glaube, wir können hier doch nichts finden. Irgendwie war ich jetzt. Okay, ich gehe mal hier runter. Wir können hier doch nichts nicht gegen die kämpfen oder so. Hier, ich auch nochmal hier kurz rein. Handle is jammed, alles klar. Ich sitze auf dem Flur des Eingangs wieder mal. Ich habe die Haupttür inspiziert. Aber hier ist kein Weg raus, selbst wenn wenn es möglich wäre, irgendwie die Tür zu öffnen. Was? Hä? In my head, I'm going through the options. Ich begehe die Optionen durch. Dummerweise sind da nicht allzu viele. Hier sind 2. Entweder irgendjemand öffnet die Tür von außen oder. Ja. Oder ich werde hier verdursten. Gute Option hast du da. Offen auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder am Anfang, habe aber einen Schlüssel bekommen, ne? Also wir haben einen Key bekommen, wozu der immer da ist.
Ja, ich habe immer noch hier, immer noch Zeit verbracht auf Boden, bla bla. Wer hat jemand irgendwie mich gehört? Ach so, wir haben dagegen geschlagen, okay. Ich habe mich entschlossen, so ruhig zu bleiben, und ich hoffe, dass irgendjemand, nimmt mich da mal mit oder holt mich mal ab hier. Ich habe ein bisschen Wasser und ein bisschen Essen noch hier, aber keiner von den Water Taps are working. Habe ich irgendjemand meinen Namen whispern hören? Flüstern hören? Gerade? Habe ich das? Man weiß es nicht, ich komme nicht weg, ich kann nicht laufen. Ach so, weil ich irgendwie eingebackt war. Backe, backe Kuchen. So. Jetzt sind wir hier im Hauptraum. Das Gottdingens ist weg. Wir hatten einen Schlüssel. Kann ich den nicht einsetzen hier, den Schlüssel? Ernsthaft nicht? Schade. Aber wo ist denn die Küche? Könnte die sein? Weil wir haben ja den Schlüssel für die Küche. Ach so. Da komme ich ja gerade her. Von geradeaus komme ich. Hier war ja nichts von Bedeutung. Dann gehen wir nochmal hier jetzt lang. Es ist aber nicht die Küche hier, ne? Wäre mir eine sehr, sehr. Kann ich nicht öffnen? Ach so, es war schon offen, ne? Nee, es ist kein. Das ist Schmarrn. Und hier ist auch keine Küche, das ist auch Schmarrn. Und hier kam dieses Vieh das erste Mal, oder? Also wir können irgendwie Licht machen. Aha. Das war eben auch noch nicht da, ne? Hier haben wir jetzt Licht gemacht. Okay. Würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hier lang. Zu der Pipe, zu der Fuse. Und wer. Ach, Office war das nur. Ach so. Ja, das ist Bedroom, ist das hier. Das heißt, wir können jetzt zum unserem Bett gehen, wo wir auch geschlafen haben, glaube ich. Wenn ich nur wüsste, wo der Anfang war. Hier war der Anfang dann, ne? Hier runtergehen. Oh, fucking. Ach so. Okay, alles cool. Hier ist das Bett. Ist hier eine. Ja. Wunderbar. Gut. Haben wir jetzt hier irgendwas Neues? Nee, ne? Geht einen auch nicht weiter, oder? Nicht wirklich. Dann gehen wir nochmal. Ich hoffe mal, dass irgendwie sie so ein bisschen durchrushen kann gerade. Ich höre irgendwas. Seht ihr das auch? Oh mein Gott. Ja, ich fühle mich gerade zu sicher auf jeden Fall. Ammunition Dump. Okay. Ammunition. Das heißt, irgendwo, wo es, was gibt's zum Ausrüsten für uns? Bin ich auch schon mal ganz geil, auf jeden Fall. Ich höre es wieder. Eben war es ja auch irgendwo hier, ne? Wir müssen Ausschau halten nach, nach einem Lichtschalter. Hier ist ein Lichtschalter. Ah, geht aber nicht an, schade. Kann das hier irgendwo sein? Hier ist auch eins, das wir schon hatten, ne? Ja. Das hier könnte aber so wie Ammo-Stand sein, so Waffen, die da vielleicht drin gehockt haben oder so. Hätte ich jetzt so denken können. Scheiße. Wie geht's wieder nach unten auf jeden Fall? Ah, ist die Tür auf hier. Oh, ist das gruselig.
Fuck. Okay, können. Ah! Ja, das war der Schlüssel. Diana ist zum Bunker zurückgekommen letzte Nacht. Ich weiß, sie sollte nicht hier sein, aber wie interessiert. Mein Mann liebt sie und so tue ich es auch. Wir haben ihr angeboten, einen Safe und also einen sicheren, einen warmen Ort zum Schlafen zu geben und als Gegenzug sie gibt uns ihren Körper. Klingt fair. Ja, gut, hab ich gesagt. Okay. Diary, okay. Wenn man die Schatten zu lange anguckt, dann spielen sie ein paar Tricks vor. Es ist genau das, was bei mir gerade passiert. Ich sehe Bewegungen in den Schatten. Ich muss schlafen gehen. Ich lasse die Tür aber offen, just in case, falls sie wiederkommen. Selbst wenn sie Räuber sind, es kann nicht schlimmer sein, als sie zu sterben. Das ist wohl wahr, lieber Kollege. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir können jetzt, nee, ich find's geil. Ganz ernsthaft, das Spiel finde ich richtig gut. Dauert ein bisschen lange, aber kann man sich auch mal zurücklehnen. Auf jeden Fall. Ich werde die Folgen auch nicht aufteilen, nur eine Folge rausbringen. Für euch. Kann man mal machen. Ist geil auf jeden Fall. Weil so gesplittet wäre das scheiße gewesen. Einfach mal einmal durchziehen, zurücklehnen und ihr genießt einfach mal die Folgen hier. Ich finde es geil. Ich finde das Spiel richtig gut. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Gut, wir gehen jetzt mal in Hallway. Also quasi den Weg kann ich ja auch so gehen, glaube ich. Und zwar, nee, das ist falsch gewesen. Hier lang. Jetzt sind wir ja quasi, genau, jetzt sind wir hier unten. Da ist der Eingang gleich. Kann man nicht sprinten oder so. Und hier ist der Eingang. Heißt, irgendwo hier könnte es vielleicht einen Lichtschalter geben. Da. Gut, wunderbar. Super cool. Gut, dann können wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Ob wir irgendwas finden. Ja, haben wir schon gelesen. Also spontan glaube ich nicht, dass sie irgendwas getan hat oder so, ne? Wir haben die ganzen Sachen hier öffnen, aber ich kann nochmal irgendwie jetzt vielleicht den Anfang oder ein paar. Ah, da gibt's kein Licht, oder wie? Okay, gut. Hier ist aber auch noch ein bisschen was an Licht, aber auch nicht viel. Also im Prinzip haben wir hier nicht allzu viel. Gut. Dann gehen wir nochmal in den Entrance, also dann gehen wir nochmal hier rein. Ah, hier ist auch Licht angegangen. Okay. Und da auch. Also hier gibt es ein paar mehr Orte, wo das Licht angegangen ist. Ich persönlich eigentlich ganz cool. Dann gehe ich nochmal kurz nach unten und gehe nochmal die anderen Wege entlang, weil vielleicht übersehen wir jetzt irgendetwas, bevor wir da wieder in der Ecke sind. Ich finde es auch grafisch echt schön, ne? Finde ich echt nicht schlecht gemacht. Gehen wir nochmal hier lang. Hört zwar auch gerade auf mit dem Licht, aber vielleicht geht es hier irgendwo weiter. Scheint mir aber eher nicht so. Alles gar nicht so groß zum Glück, ne? Finde ich auch ziemlich cool. Sich alles so relativ klein hält, alles. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir. Ah, sie sind wir wieder, okay. Dann gehen wir jetzt hier lang und dann kommen wir wieder da rein, dahin. Da rein, dahin. Und dann machen wir das lichte letzt an. Das letzte Licht an. Und zwar die 6. Storage. Eingang und Storage. Vielleicht müssen wir nochmal das andere anmachen.
Aber nur vielleicht. Guck mal, hier ist es nicht angegangen. Ah, okay. Aber es war doch der Eingang, oder nicht? Da verstehe ich so dieses Prinzip nicht mehr so. Ich sag jetzt auch ein bisschen. Aber alles beim Alten irgendwie, ne? Ja, ich habe gerade ein bisschen Bammel irgendwie, weil ich nicht so recht weiß. Ist überall Licht an. Das stört mich ein bisschen. Dass hier irgendwie so überall Licht an ist. Okay. Hier am Anfang ist es ganz aus. Dann dafür. Müsste nicht hier auch ein Licht jetzt an sein? Für den Eingang war doch der Eingang, oder nicht? Hä? Ne, jetzt gerade verstehe ich das nicht mehr so. Warum? Ich wüsste jetzt ganz gerne irgendwie, was ich machen könnte. Wo ich jetzt hingehen könnte. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos. Weil, wir waren jetzt schon mehr oder weniger überall. Wir könnten jetzt quasi nur noch am Anfang warten. So am Anfang, nein, darauf warten, dass irgendjemand kommt, weil das ja in dem Brief auch so drin stand. Aber wie ihr seht, verpassen wir alles ab gerade. Und hier passiert auch, vielleicht müssen wir nochmal ein anderes Licht anmachen vielleicht. Ich weiß das ja nicht so genau. Vielleicht dann nochmal. Ja. Office, Kitchen und Mess. Was ist denn Mess in dem Fall? Also so. Er wird schon hier sein, aber bei dem vorletzten, bei dem fünften, hatten wir nämlich noch die, den Storage Room. Und, wo könnte denn der Storage Room sein? Vielleicht ist er ja hier noch. Also da unten. Da ist das Licht. Okay. Genau. Aber wo könnte der Storage Room dann sein? Oder müssen wir wirklich irgendwie eine Pipe finden oder so noch irgendwie? Hm. Ja, das ist ja alles. Ich weiß halt echt nicht, wo es lang geht. Aber werden wir schon rausfinden irgendwie, oder? Das sind aber auch immer dieselben Sachen, oder? Bin ich vielleicht wieder müde? Vielleicht bin ich einfach nur wieder müde, ne? Ich kann ja nochmal hier hingehen. Pass mal auf. Geh nochmal zurück, mach das Licht im Schlafzimmer einfach an. Und geh einfach im Schlafzimmerlicht, im hellen Licht schlafen. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wir gehen nämlich hier lang wieder. Also, den Standard, wir kennen ja mittlerweile alle den Weg hier. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist kopfig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier Bedroom Nummer 3. Es hängt. Ah, warte mal, ist irgendwas passiert gerade. Ja, ich glaube,
Die Aufnahme ist, glaube ich, so ein bisschen, die Elgato hat einen kleinen Spinner gehabt. Irgendwie ist hier gerade so ein bisschen die Elgato abgekackt. Aber ich hoffe, dass noch alles funktioniert und hoffe, ist noch alles synchron jetzt gerade. Wenn nicht, wenn es ab jetzt irgendwas falsch sein soll, tut es mir voll leid. Dann kann ich da auch nichts dran ändern. Ich werde das aber versuchen zu korrigieren oder irgendwie herauszufinden. So, Schlafzimmer. Es laggt jetzt auch ein bisschen. Irgendwie, es laggt ordentlich gerade. So, und zwar gehen wir nochmal schlafen. Können wir nochmal einen Nap nehmen oder so? Ja, wir können nochmal schlafen gehen tatsächlich. Im Hellen, die Tür ist offen, alles ist cool. Und wir lauschen mal einfach den Geräuschen. Die schnarchen wieder. Ich könnte da nicht schlafen, ne, ganz ehrlich jetzt. Ja, gut, was war das jetzt? Irgendwas Weißes bei mir auf dem Tisch. Ich weiß nicht. Immer schleifen die über den Boden, ne? Sein? Bisschen neuen Dingens. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich wurde wieder vom Sound auf irgendwas Schwerem, was bewegt worden ist, geweckt. Es hat sich angehört, als war das ein Fels oder ein Stein, der hier über den Asphalt da gerammt worden ist, geschliffen worden ist. Ich bin aus dem Dimmer, but as soon as I outside, as wasn't was were gone. Müssen wieder aufschließen. Ja gut. Okay, auch noch ein Dings dran. Why is there a wall here? Ja, hier war keine Wand gestern. Ist es nicht möglich? Okay. Wo bin ich hier? Was geht hier? Vorsicht. Hast du recht, die Wand war nicht hier. Und dieses Mädel, das weint, ist wahrscheinlich das Mädel, das, ne? Was geht hier los? Das ganze Layout, die Aufteilung von dem ganzen Bunker ist irgendwie weg. Die Küche ist eigentlich unten, aber jetzt ist hier irgendwie links vorm Eingang und ganz, ganz viele, weiß ich nicht. Verliere ich meinen Verstand? Bin ich doof? Na gut, da müssen wir hier lang gehen, ne? Einzige Chance für uns. Ah, guck mal, ist auch alles weg hier. Da komme ich schon ein bisschen Angst. Alter Vater! Das ist nass I. Ich will gerne Licht anmachen irgendwie. Ich sehe ja nichts mehr. Ist die... Ist da jemand drin? Oh Gott. Ah, hier ist was. Für einen Moment habe ich gedacht, das ist nur ein Traum, aber ich habe mich selber im Gesicht einfach mal geslappt. Ein paar Mal und ja. Ich bin immer noch hier. Es passiert wirklich. Was ist dieser Ort? Ich höre jemanden. I have to hide. Ich versteck mich? Tanz mit uns. What the fuck? Okay, die Haupttür ist, wo sie sein sollte, aber ist natürlich immer noch abgeschlossen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist alles höher und kleiner und weiß ich nicht, mein Herz pocht und ich schwitze aus allen Löchern, meine Hand ist shaking, bekomme ich eine Herzattacke, irgendwie
Weil hier mir alles zu viel hier. Ja, mir auch gerade so ein bisschen. Ich höre hier irgendwas. LOL. Kitchen und Mess, ja. Sind wir doch, oder? LOL. Jetzt ist das hier. Hier. Oh, geil. Oh nein, nicht so geil. Ich hätte es wissen sollen. Diana ist, is a filthy spy. Okay. Same caught her when she tried to sneak out of... Okay, sie wollte wohl entkommen, sie, ja, versucht, eine Karte zu stehlen, und, ja, Food, Rationen. Sie wird dafür bezahlen. Wir haben ihr vertraut und sie hat uns betrogen. First we will shave her skull. Okay, viel Spaß dabei. What? Komm zu uns und werde Teil des Bunkers. What? Okay. Ich bin immer noch hier und ich fühle mich ein bisschen besser, aber meine Hände shaken immer noch. Ich muss hier raus. I have to try to loosen. Ich muss die Screws wegmachen von der Tür, damit ich irgendwie, ja, mit meinen bloßen Händen. Ja, jetzt blute ich und meine Hände sind rau. I turn around, ich habe irgendwas whispern hören, aber da war wieder nichts. Na geil, Alter. Jetzt flackert das Licht hier. Und Musik, ein Klavier irgendwo. Ich würde gerne woanders Licht anmachen. Lieber so in Richtung Main Hall und so, weil da war viel mehr Licht und so, viel öfter Licht. Und zwar 5 war das, ne? Ich glaube 5 ist es gewesen. Ich habe auch super wenig Licht hier in meiner Lampe jetzt noch, weil ich sehe halt ein bisschen nur noch. Nicht mehr viel kann ich sehen. Alter. Okay, ich bin nicht alleine hier. Ich war es auch nie. Ich höre verrückte, disturbing sounds. Whispering in the dark. Die Stimmen werden lauter. Alter Vater, okay. Ich schnapp nach Luft und okay. Es wird immer. Ja, und so. Ihr wisst schon. Ich will jetzt nicht alles immer übersetzen, so, weil. Ich sehe nichts mehr. Meine Taschenlampe ist. Ein bisschen am Arsch. Scheißdreck. Och nö, oder? Okay, there's this picture with an, ja, Gott mit uns. Ich glaube nicht an Gott und ich glaube auch nicht an Geister, aber ich schwöre, wenn ich das Picture-Bild angucke, dann sehe ich ein Gesicht da drin. Okay. What is this place? Weg. Hierhin, alles okay. Ich komme ja auch irgendwo lang, oder? Ich komme ja nirgendwo mehr lang irgendwie. Aber ich kann auch nur noch hier lang laufen halt. Oh fuck. Hier waren wir ja schon. Hier komme ich ja auch nicht mehr weiter. Hier würde ich noch. Ich sehe nichts mehr, ne? Ich sehe nichts mehr. Hier geht's nach unten. Kann ich das Licht hier anmachen? Hier war doch ein Lichtschalter an der Seite, oder? Ah, schön. Guti, guti, guti. Ja. Dein Ende ist nah. Okay, ich freue mich.
Ah, da habe ich gerade Angst bekommen. Mach die Dinger hier kaputt. Lose, mach sie. Lose, okay. Aber ich kann die nicht mehr machen als. Kann ich schlafen gehen wieder? Ich kann wieder schlafen. Ich gehe einfach schlafen. Ich gehe einfach immer wieder schlafen. Oh Mann, ich will nicht mehr. Vielleicht nehme ich schon auf eine Stunde fast oder so. Oh, Alter, ey. Nein. Irgendwas kommt. Oh Gott! Ist es mein Penis? Oh Gott! What? Ich bin in mein, habe ich ja, habe ich mich selber sitzen sehen und da die wo. Die Wände waren, haben sich bewegt und alles wurde kleiner und ja. Und so. Alter Vater. Es jammt, ja geil. Wo? Ich will dir ja helfen. Main door is gone. Okay. Ja, der ist nur. Ja, ich werde im Loch sterben. Das siehst du, hast du schon gut eingesehen. Ah ja, hier wäre die Haupttür gewesen, ne? Alles klar. Ja, gut. Klingt sehr vielversprechend alles. Ich sehe einfach nichts mehr. Ist das Problem. Ne, ich sehe einfach nichts mehr. Ich kann nichts mehr anmachen gerade. What? Mein Licht ist weg. Ich sehe einfach nichts mehr, Leute. Ich laufe gerade. Versuche irgendwo lang zu laufen. Ich sehe. Guck mal hier. Was? Ich sehe halt nichts mehr. Es tut mir gerade voll leid. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann kein F mehr. Drücken. Das Kreuz ist weg. Ich kann nichts mehr machen. Versucht zu hören, ob es von den Gehgeräuschen irgendwann anders wird, dass man vielleicht weiß, wenn man läuft. Aber ich kann halt jetzt gerade nichts mehr machen. Was machen wir jetzt, Leute? Was macht man jetzt? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das Spiel sehr geil. Ihr könnt es ja gerne mal runterladen, liebe Leute. Kostenlos. Download-Link in der Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht, was ich so recht machen soll. Wir sind auch, glaube ich, fast bei einer Stunde angekommen oder so. Ihr könnt mir gerne verraten, was noch passiert wäre. Oder ansonsten einfach mal selber durchspielen. Aber für mich ist gerade der Moment, wo ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Deswegen beende ich die Folge jetzt erstmal. Ist auch lang genug geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war mal ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Hat mir großen Spaß gemacht.
Interpretation gerne in die Kommentare auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und so rein, liebe Leute, bis dann. Ja, sorry jetzt für diesen harten Cut irgendwie, aber ich kann nichts mehr machen. Und so rein, wir sind verdurstet, wir sind gestorben, Punkt. Bis dann, ciao.